So, dann pissen wir dem mal ans Bein und laufen einfach zurück. In der Hoffnung, er folgt uns weit genug. So, einfach wieder hier geradeaus auf die Beschriftung zuhalten. Nein, so weit folgt er uns leider nicht. Außer ich aggro ihn nochmal, oder? Jo. Genau, dann folgt er uns fast bis hierher. Wenn ich ihn dann nochmal aggroe. Oder ich ball ihn einfach ab. Wow. Ja, geh zurück. So. Und so. Hey, das macht ein cooles Geräusch, wenn wir hier reinschießen. Das habe ich noch gar nie gemerkt. Ja, so kriegen wir ihn ganz gut. So, noch ein paar Mal mit Pfeilen spicken und er ist weg. So. Gut. Damit haben wir uns gerecht. Ja, hätten wir das von vornherein so gemacht, wären uns einige Nerven erspart geblieben. Zumal wir den hätten gar nicht töten müssen, aber der stand halt da so. Passend. Und er hat was bewacht, nämlich einen blauen Brocken. Arg. Ja, Mondlichtschmetterlinge, schön weiter ruhig bleiben. Ich will nur auf diesen Kristall zurück. Und jetzt müssen wir hier runterlaufen. Und hier gibt es eine gemeine Stelle, nämlich die Stelle, an der wir rutschen. Aber die habe ich zum Glück gleich gegensteuern können, deswegen sind wir nicht weiter gerutscht. So, wir müssen nämlich von hier oben aus zu dieser Nachricht runter. So, genau. Hier hinten gibt es zwei Kristallechsen, die ich ignoriere. Die wollen nur spielen. Und da hinten würde es Loot geben, nämlich eine blaue Scholle. Ich bin 10-mal gestorben, als ich da einmal hingegangen bin. Und ganz ehrlich, das rentiert sich nicht, weil der Weg dorthin ist ein bisschen verzweigt. Und ja. Nee. Nee, wegen meinen Nerven, nee. Ich habe keine Lust, da nochmal 10-mal runterzufallen. Gleich fällst du tief. Ja, das ist eine Lüge. Wir müssen nämlich einfach nur geradeaus gehen. So, genau. Und auf diesen Vorsprung zu halten. Und schon sind wir drüben. Und haben das Schlimmste hinter uns gelassen. So. Hier kriegen wir eine Seele. Die Seele eines Helden. Und hier geht es jetzt dann weiter. Hier begegnen wir jetzt gleich neuen Gegnern. Nämlich Riesenmuscheln. 6 Stück an der Zahl. Ich wechsle schon mal meinen Ring für die. Dumm, 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 dumm. Na, ich kann hier nicht mehr wechseln für den. So. Genau, weg mit der Muschel. Die droppen nämlich normalerweise etwas Schönes. Und etwas, was wir sehr dringend brauchen werden. Deswegen tue ich schon mal beim ersten Durchgang meinen Ring ändern. Goldener Schlangenring. So. Und lock die nächste an. Ja,
Komm, Muschel, 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 Muschel. Ja, die sind gar nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn man nicht weiß, wie sie gehen. Genau. So. Na, da hat sie uns einmal erwischt. Aber zum Glück nur mit ihrem leichten Angriff. So, nächste Muschel. Ja, von der Seite heraus müssen wir sie sogar anlocken. Au. So, weg mit dir. Du nervst. Also es kommen zwei oder mehrere auf einmal und das mag ich nicht so gerne. Da drüben versteckt sich übrigens noch eine. So, drei haben wir schon mal. Bleiben nur noch drei. Sind nämlich sechs Stück. Und hier möchte ich dann doch lieber auf Safe spielen. So. Und hast du was für uns dabei? Nein. Schade. Nächste Muschel. Au, genau, das ist nämlich böse. Uah, und das war nicht safe. Uah. Herrgott nochmal, woher ist die gekommen? Das ist doch echt nicht euer Ernst gewesen. So, weg mit dir. Jetzt müssen wir nochmal das Ganze machen. Ich hätte zuerst die eine vorne ausschalten müssen und wäre dann zu der seitlich abgelegenen gegangen. So. Ja, mach ruhig deinen Kristallstaub-Nova-Dinger. Hier haben wir noch einen. So. So. Und weg. So, jetzt die anderen beiden. Diesmal locken wir einen an. Und ja, wir sind zum Glück die Goldgolems losgeworden. Das heißt, wir haben, abgesehen von dem einen Golem gleich am Eingang, na, häng fest. Genau, häng einfach fest. Haben wir vor dem Golem am Eingang nur noch die Riesenmuscheln. So. Ich hau dich. So. Einmal Heilung. Und den letzten Kristallgolem, der uns im Weg steht. Nein. Kristallnova ausweichen und weg. So. Sind alles Seelen, ich beschwere mich nicht. Doch, ich beschwere mich. Das hätte echt nicht sein müssen mit dem, mit der Muschel jetzt gerade eben. Mit der Man-Eater Shell, so heißen die Gegner übrigens. Die haben nämlich auch eine Fressanimation und die macht die Ausrüstung verdammt kaputt und macht nebenbei auch noch irre Schaden. So. Gut, weg mit dir. So. Aber ja. Gut.
Einmal hier durch. Bitte, danke. Und weiter in Programm. Nämlich wieder hier runter. Einfach geradeaus gehen. Und dann müssen wir wieder hier lang. Hier kommt gleich die rutschige Stelle. Genau. Kurz gegensteuern. So. An der Stelle wieder runterflumsen. Geradeaus laufen. Dummdi-dummdi-dai, die dummdi-dai. So. Und jetzt die 6 Muscheln töten. Das dürften wir hoffentlich hinkriegen. Einfach hier anlocken und sie eine nach der anderen ausschalten. Au. So, die erste ist weg. Heilen. Wir haben noch 8 Heilungen und im Bossfight können wir uns eh nicht heilen. So, nächste Muschel. So. Wow. Au. So, zweite Muschel ist weg. Wie ein Großteil unserer Lebenspunkte auch. Und jawohl, Funkeltitanit. So, nächste Muschel. Dieses Mal machen wir es richtig. Dieses Mal töten wir erst die 5 auf der Seite. Kümmern uns dann um die abgelegene. So, Muschel weg. Noch ein Funkeltitanit. Juhu. Das war zu niedrig. Höher. Genau, das hat voll getroffen. Ja, jetzt bist du aggressiv. Ah, aber ich sehe dich nicht, weil deine Kumpanen es mir den Blick versperren. So. Du bist auch tot. Hast nichts dabei. So, schießen wir einfach unten an deine Füße. Genau, so. Dann kommst du nämlich da raus. Und wir können dich erledigen. Au, bevor du uns erledigst. Gut. Das war nämlich der, der uns von hinten getötet hat. Und der hat auch einen Funkeltitaniten dabei. So, unser verlorenes Gut zurückerlangen. So, dann machen wir den mal einhändig. Ja. Au. Genau, das ist die Mampfattacke. Der sollten wir definitiv ausweichen. So, machen es doch lieber zweihändig. Gut. Du hast leider nichts mehr für uns. Das heißt, wir brauchen einen anderen Ring. Am besten den Sephis Magier. Also sollten wir den Magieschutzring mal anlegen. Ich hoffe, der hilft. Weil dort hinten sehen wir ihn schon scheinen. Den Primordial Crystal, den Urkristall. Auf dem wir wagemütig zustapfen.
und Besuch von Sief dem Schuppenlose kriegen. Der wirklich keine Augen hat. So, jetzt stellen wir uns einfach mal ganz demonstrativ neben den Kristall. Lassen ihn rankommen. Und tief einatmen. Dann macht er nämlich selber den Kristall kaputt. Und ist kurze Zeit ein bisschen... Ach. Aua. Wow. Ja, war kurze Zeit, genau, bewusstlos, so dass wir auf seinen Schwanz hauen konnten. Und genau der Schwanz ist mein besonderes Ziel bei Sief. Wow. Autsch. Ja, ist mein besonderes Ziel bei Sief, der uns gerade umgebracht hat. Okay. Magie-Schutzring ist definitiv falsch. Nächstes Mal nehmen wir den Hartstahlring. Aber jetzt erstmal wieder den goldenen Schlangenring anlegen. Ah, wir haben zwei Funkeltitanite übrigens. Die können wir doch mal ausgeben. Dazu verwende ich auch extra eine Seele. Wenn auch nur eine von den kleineren. Eine Tausender Seele müsste das sein, genau. Rüstung verstärken. Brustrüstung erstmal verstärken. Oh, wir haben noch eins. Also Stulpen verstärken. So. Dann wieder zurück zu Sief, dem Schuppenlosen. Der uns gerade mit seinem Schwanz vernichtet hat. Und ja, für das Let's Story möchte ich es eigentlich schaffen, ihm den Schwanz abzuschlagen. So. Komm her. So, weg mit dir. Und weg mit deinem Kumpel. So. Dann fehlen noch die beiden und dann geht's wieder zu den durch die Muscheln zurück. Auch wenn ich jetzt dieses Mal die abgelegene Muschel einfach ignoriere.